Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute, wie ihr sehen könnt, wird die nächste Dose von Crazy Wolf getestet. Ja, und es wird die Limited Edition Wassermelone sein, Boah, geil! wie man es hier lesen kann. Und ja, kommen wir zum Design. Also, Sieht man das? es ist ein Wolf mit einer Wassermelone drauf. Der Wolf hat eine orangene Farbe, genau wie die Wassermelone unten drunter. Nö. Ja, hier steht Wassermelone Geschmack. Da steht dann hier auch noch, wie viel Fruchtgehalt enthalten ist. Genau 5% Fruchtgehalt. 2,3% ist davon Wassermelone. 1,7% ist Apfel und 1% ist Limette. Ja, also sehen wir schon, hier ist nicht nur Wassermelone drin, sondern gleich Wassermelone, Apfel und Limette. Sympathisch. So, dann kommen wir hier hinten hin. Hier ist wieder der Hinweis, in was für einen Zusammenhang man das nicht trinken sollte. Dann haben wir hier nochmal die Inhalte. Also hier sehen wir schon Wassermelonensaft, Apfelsaft und Limettensaft, wie es auch vorne drauf steht. Ja, Zucker haben wir hier. Sie ist gerade nicht doch davon Zucker. 11 Gramm. Wir haben insgesamt 28 Gramm in 250 Milliliter. Könnte vielleicht ein bisschen weniger sein. Also, da würde ich auch mal sagen, ich öffne die Dose mal und werde sie dann auch mal probieren. Ich schätze mal, wird ein orangefarbiger Energy Drink sein. Auf jeden Fall dampft er. Sieht man aber leider nicht. Oh, er ist rot. Also gefühlt ist hier mehr drin als bei der anderen, aber es schäumt halt nur stark. So. So sieht das Getränk jetzt aus. Warte. So. Ja, wunderschön rot ist es. Also ich dachte so, es geht um Orange rüber, aber ist rot. Es riecht jetzt schon stark nach Wassermelone und Limette. Apfel rieche ich bisher noch gar nicht raus, aber ich kann ja mal kosten. Vielleicht schmecke ich ihn dann heraus. So, wir probieren es jetzt mal. Auf geht's. Also wenn man was trinkt, man schmeckt den Apfel überhaupt nicht. Man schmeckt nur die Wassermelone leicht und stark. Und stark die Limette, muss ich sagen. Das geht ja gar nicht klar. Also ja, es ist ein Energy-Ding. Kann man kaufen. Also er schmeckt wirklich sehr nach Limette und ein bisschen nach Wassermelone. Apfel schmeckt sie gar nicht raus. Ja, und damit würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.